Ölchen da. Mann hier ist ein Leser der jungen Welt. Aber kein Genossier. Ich auch nicht. Ich bedauere das sehr, dass ich das nicht geschafft habe. Bei mir ist es wirklich so, dass ich als Hartz IV immer verlangen wollte, das Geld habe. Hm. Aber der Markus und der Patrick, die sind Genossenschaftsmitglieder. Das ist sozusagen mein Trostpreis. Danke. Schönen Tag noch. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Junge, weltgefällig. Beste Zeit mit der BAD. Ich hole mal die. Da erfährt man die ganze Wahrheit, die uns die gleichgeschaltete Medienmafia verschweigt. Ich gehöre diese Medienmafia. Ja, die sind doch alle in der gleichen Konzern. Und was noch viel schlimmer ist, es ist ja nicht nur in der BRD so, sondern 2/3 des polnischen Medienmarktes sind in den Händen westdeutscher Medienkonzerne. So wird Meinung gemacht. Das nennt man Meinungsfreiheit, das heißt, von der eigenen Meinung frei zu sein. Ach so. Ich meine also hier mit dem Das ist einer der vielen großen Verlage. Es gibt auch Burda und so weiter, aber die ziehen alle am selben Strang. Das sind alles Kapitalisten. Die wollen das hiesige System auf Biegen und Brechen trotz seiner Ungerechtigkeit am Leben erhalten. Dass wir also bloß nicht auf die Gelände kommen, uns was Besseres zu wählen, als das System zu schaffen. Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau, Obdachlosigkeit, Kindesmisshandlung, Jugend, Alkoholismus, Rassismus, Berufsverbote, Verformung von Kommunisten, Kommunismus. Wir hatten zur Zeit der Volksmacht Volksagitation gehabt. Das Volk hatte das Recht und die Möglichkeit, die Arbeit gerecht zu verteilen, dass jeder eine hatte. Dort sagen die Kapitalisten, wir nehmen nur die Leute, die uns am liebsten in den Wald kriechen. Und wenn wir nicht nehmen, dann kann halt sehen, dass er sich vom Staat alimentieren lässt. Und der Staat sagt dann, ja, du bist ein faules Schwein, du willst Geld von uns. Im Grundgesetz steht zwar drin, in Artikel 12, Zwangsarbeit ist verboten. Aber wenn du Geld von uns haben willst, dann sollst du gefälligst auch was dafür tun. Das heißt, so Leute wie ich, die das Abitur haben, die ihr Handwerk gelernt haben, die dürfen dann mit dem Spaten in der Hand zum Kraut aus dem Gehwegplatten rausmachen. Das ist der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat. Rechts ist alles, was nicht links ist. Daher Rechtsstaat. Freiheitlich, demokratisch, frei. Wir haben ja wirklich Freiheit. Freiheit, wir sind frei Niederstand. Gestern haben sie gesiegt, ja. Selbst den kleinsten Kindern unserer Klasse ist das klar. In den Schulen, in den Unis, überall wird das gelehrt. Weiter zu kämpfen, das sei verkehrt. Das sei verkehrt, weiter zu kämpfen. Es reiche aus, das Schlimmste zu dämpfen.
Wir wissen, wer das predigt. Der Fall hat sich erledigt.